3, 2, 1. Es werde Licht. Meine Damen und Herren, es geht wieder los. Wir starten in eine neue Saison mit dem FC Bayern Basketball und das bedeutet für euch, dass es ab sofort auch wieder jeden Montag unser kleines, aber feines Basketballmagazin zu sehen gibt. Diese Woche beschäftigen wir uns primär natürlich mit der Vorbereitung, die unsere Jungs absolviert haben. Außerdem gibt es ein paar Neuerungen hier im Audidom. Zum Beispiel gibt es ein neues Parkett. Das schauen wir uns nachher vielleicht nochmal etwas genauer an. Auch sonst ein paar Neuigkeiten und wir freuen uns auf diese Saison. Wir fangen an mit einem Beitrag aus dem Trainingslager. Zum ersten Mal war der FC Bayern Basketball im Sommer in Madonna di Campiglio. Und was es da alles zu erleben gab, das seht ihr jetzt in einem schönen Beitrag. Die Trainer haben das schon richtig gemacht. Wir haben auch nicht alle Spieler dabei, aber die Trainingszeiten sind intensiv, hart und dass sie vielleicht nicht so viele sind, ich glaube, das muss man erstmal so ein bisschen Stück für Stück uns herantasten, aber das kommt alles noch. Der Kern jetzt der Mannschaft, die jetzt da sind, kommen gut miteinander zurecht, natürlich auch mit den Jugendspielern, was auch gut ist, dass sie mit uns mittrainieren. Und wir haben immer schöne Orte natürlich und es macht auch Spaß, in Bergen auch, frische Luft, Natur und das tut der Seele auch gut. Berge überall, schöne Ausblicke, also vor allem oben war das natürlich wunderschön, die Landschaft anzuschauen, die Berge, also ich glaube für die gerne Skifahren, wäre es natürlich ein Traum, vor allem im Winter. Für mich, ich kann es nicht so, aber es ist natürlich super schön hier. Außerdem, dass wir trainieren, wird hier hart gekämpft an der Tischtennisplatte. Geld wird verloren beim Blackjack. Und sonst sind wir hier, sitzen zusammen, trinken Kaffee, unterhalten uns ein bisschen, lernen uns neu kennen und genießen einfach auch mal ein bisschen die freie Zeit, die ab und zu uns frei zusteht. That was good. I'm glad we got the win in the first game. Ugly game, but we won. So yeah, it's preseason. Everybody's learning how to play with each other. So I mean, it's good. Nach dem Trainingslager in Madonna di Campiglio gab es gleich ein weiteres Highlight, nämlich eine Premiere. Wir haben am Flughafen in München zum ersten Mal Basketball gespielt. Im MEC Forum, das ist die große Fläche zwischen dem Terminal 1 und 2, war ein riesiges Basketballfeld aufgebaut. Und vom 15. bis zum 17. September drehte sich da alles um unseren Sport Nummer 1. Es ging los am Freitag mit einem 5-on-5-Turnier. Es war eine Mischung zwischen Streetball und Hallenball. Basketball zu gewinnen, gab es 5.000 Euro. Und was da sonst noch los war, das schauen wir uns jetzt an. Ja, und mein Name ist Roger Reckless und ich stehe hier crazyweise oder verrückterweise mitten am Flughafen.
Full Court aufgebaut, Munich Flyby, unfassbar, was da heute los war. Endkrass, spannende Spiele, geiles Basketball auf höchstem Niveau, Local Heroes von München und Umgebung waren am Start und haben gekämpft um die Trophäe und 5000 Euro. Endkrass, geile DJs haben aufgelegt, DJ Silence, Cups with the Ice Represent, DJ Dangerous von Crooks Pistols, Wahnsinn war's. Rin Show auch noch, also viel krasser und viel besser geht's eigentlich nicht. Munich Flyby, Reckless out! Heute ist es, glaube ich, für die Jungs einfach total cool, in so einem Ambiente hier zu zocken. Also vor so einer großen Kulisse und einer echt aufwendig gemachten Geschichte hier mit einem tollen Boden und der Tribüne und Mucke und so. Also die Kulisse ist mega. Einfach hier im Flughafen so ein Parkett aufzustellen mit den ganzen Sitzen und so, ist schon echt heftig. Auf jeden Fall. Sollte mal jedes Jahr passieren. Es ist mehr als ein Sport, es gehört viel dazu. Die Musik ist dazu, die Klamotten. Es ist eine Basketballkultur und es gibt ganz wenige Sportarten, die so viele Bausteine einer Kultur zusammensetzen wie beim Basketball. Das halt, als ich angefangen habe, sehr spät mit 15, war mega fasziniert, dass es halt ein ganzes Lebensgefühl war. Und ich glaube, bis heute gibt es halt für mich wenig Schöneres, als einfach nur wen zu stellen, am Freiplatz einfach auf den Korb zu werfen alleine. Es ist einfach etwas Zen-mäßiges, würde ich sagen. Also das Flyby-Event am Flughafen war schon ein voller Erfolg, ein Fest für unseren schönen Basketballsport. Das Parkett am Flughafen war übrigens nicht das gleiche wie hier im Audiodom. Das ist allerdings brandneu, habe ich ja schon gesagt. Man darf es auf keinen Fall mit Straßenschuhen betreten, auch nicht, wenn ihr das erste Mal am 3. Oktober hier in den Audiodom kommt. Da steigt nämlich unser Season Opening gegen Braunschweig um 17.30 Uhr. Am Freitag am Flughafen wurde auch zum ersten Mal das neue Trikot unserer Mannschaft veröffentlicht oder öffentlich gezeigt. Wir haben das Ganze aber schon ein paar Wochen vorher gesehen und zwar bei unserem Fotoshooting. Und wie so ein Fotoshooting, was da alles abgeht hinter den Kulissen, das haben wir für euch mal eingefangen. 3, 2, 1, go! Perfect, perfect.
Das hier, meine Lieben, sind nicht die Überreste von der Wiesn, nein, das sind schon die Vorbereitungen für unser erstes Heimspiel hier im Audidom. Die Vorbereitungen, die laufen gerade auf Hochtouren. Es gibt nämlich auch hier im Umlauf einiges Neues, zum Beispiel eine neue Presselounge und eine neue Emilo-Lounge. Was das genau ist, das gibt es dann in den nächsten Sendungen mal zu sehen. Heute können wir euch nur eine Baustelle zeigen, die wollen wir euch aber doch vorenthalten. Es geht weiter mit dem Flughafen. Da gab es am Samstag eine Paarung, die ihr sonst nur aus dem Fußball kennt, nämlich die Roten gegen die Königlichen. Real Madrid war zu Gast am Flughafen München, um da ein einzigartiges Spiel zu spielen. Und was es da alles so drumherum auch noch zu sehen gab, das haben wir für euch zusammengefasst. Viel Spaß! Es ist eine Weltpremiere, das Vorbereitungsspiel zwischen dem FC Bayern München und Real Madrid am Münchner Flughafen. Uli Hoeneß ist natürlich anwesend zwischen Terminal 1 und Terminal 2. Draußen auf dieser Freifläche zwar überdacht, aber insgesamt natürlich die Temperaturen spielen eine Rolle. Die kamen aus 20 Grad zu Hause und waren dann auf Betriebstemperatur. Schönes Anspiel, der Abschluss von Jeffrey Taylor. Die Bayern mit Reggie Redding. Der ist sowas von bereit für diese Saison. Absolute Frühform bei Redding. Der Mann des ersten Viertels, Reggie Redding. Dann Alex King. Bayern einfach wacher. Mit Ball gewinnen. King mit dem Korbleger. So erspielten sie sich eine Führung. Immer so um die 18 Punkte. Devin Booker, No-Look-Pass auf Djedovic. Klasse, wie die Bayern vor allem als Team performten in diesem ersten Viertel. 19:11 nach den ersten 10 Minuten. Und die Bayern-Fans, sie waren begeistert. Dann ein alter Bekannter, Fabien Coser, letztes Jahr MVP der Easy Credit Finals. Jetzt in Reihen von Real Madrid, trainiert von Pablo Laszlo. 11 Punkte Rückstand für die Madrilenen. Und die Bayern beim Fastbreak. Djedovic, der Korb zählt. Die Abwehr von Jeffrey Taylor kam zu spät. Gavel mit dem guten Pass, Nia Djedovic mit dem einfachen Korbleger. Zur Halbzeit führen die Bayern 40-29. Oktoberfestauftakt in München. Da geht's am Flughafen auch bayerisch zu. Dann Madrid und der Block vom Neuen von Jared Cunningham. Defensiv stark, offensiv der Beste an diesem Tag mit 18 Punkten für die Bayern. Sie zogen wieder ein bisschen davon. Immer wenn Madrid rankam, hatten die Bayern die richtige Lösung, auch wenn sie manchmal unkonventionell war. Mike Zirbes von der Dreierlinie machte ein klasse Spiel, der Center bewegte sich gut, war am Ende aber ganz schön am Pumpen. 17 Punkte für Mike Zirbes. Kareem Yellow, das ist einer der Jungen, 20 Jahre, auch er bekam seine Minuten in diesem Vorbereitungsspiel. JC Carroll für die Madrilenen. Carroll, da hätte man auch offensiv faul pfeifen können. So die Punkte aber für Carroll. Und dann ist es Devin Booker.
der den Deckel drauf macht. Devin Booker mit einer klasse Partie. Ein gelungenes Event hier am Münchner Flughafen. Bayern gegen Real Madrid. Sehr kalt. Aber es war, hat echt Spaß gemacht. Ich meine, es war gut für die Fans natürlich, gegen so eine Top-Mannschaft wie Real dabei zu sein. Und für uns war es natürlich eine geile Stimmung. Ja, also in allererster Linie möchte ich mich bei unseren Freunden aus Madrid bedanken, weil als ich heute Morgen um 10 hier angekommen bin, war ich mir nicht so sicher, ob wir spielen. Und zu keinem Zeitpunkt heute oder vor dem Spiel haben die Leute von Madrid irgendeinen Anschein gemacht, dass sie vielleicht überlegen könnten. Die haben sofort gesagt, sie spielen. Ich habe mich beim Hierherfahren ein bisschen gesorgt um die Stimmung hier, weil es hat doch am Tegernsee sehr stark geregnet. Aber hier war Gott sei Dank der Regen dann fast weg und trotzdem war es nicht warm genug, um hier richtig gute Atmosphäre zu schaffen. Aber trotzdem finde ich, ist hier eine tolle Stimmung und das Event hat sich total gelohnt. Guter Auftakt für die Bayern, 80-72 der Sieg gegen Real Madrid. Ein Event, was man auf jeden Fall im nächsten Jahr wiederholen kann. Also der Konsti hat uns mittlerweile entdeckt, aber der hat dafür gesorgt, dass ihr sicher hier alle in den Audidom kommt. Dienstag, 3. Oktober, 17.30 Uhr gegen Braunschweig, nicht vergessen. Es gab noch einen Tag am Flughafen und da drehte sich alles um unsere Kids, um die Jugend in unseren SAG-Programmen, wo der Flughafen München ja auch unser exklusiver Sponsor und Partner ist. Und da hat es ordentlich gewurlt am Court am Flughafen und die Bilder, die wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten. Go Consti, it's your birthday. Wir versuchen ganz aktiv, diese Sportart noch populärer zu machen. Bisher haben wir in den dritten Klassen der Grundschulen SAGs angeboten. Jetzt, dieses Jahr, fangen wir erstmals an in den zweiten Klassen. Und wir merken, Zweitklässler, die sind noch nicht so weit, dass sie denken, ha, Fußball oder Basketball oder Tennis ist meine erste Sportart. Die lassen sich noch gerne begeistern und überzeugen. Und diese Überzeugungsarbeit, die leisten wir jetzt in den zweiten Klassen und hoffen, dass das eine Riesenwelle schlägt und jeder Basketball spielen möchte. Ich finde die Idee mit diesem Sportsponsoring sehr gut, weil ich komme selber aus der Schule und weiß, wie wichtig heute Sport ist. Deswegen ist es ganz wichtig, dass diese Arbeitsgemeinschaften in Zusammenarbeit mit den Vereinen Nachmittag stattfinden. Und für die Förderung durch die FMG bedanken wir uns da sehr herzlich, weil das auch die gute Zusammenarbeit mit dem Flughafen zeigt. Also die Kinder sind sehr, sehr stark begeistert. Wir haben einen großen Zulauf, die Kinder sind interessiert und freuen sich sehr darüber. Und ich finde es einfach toll, dass das Angebot an Sport dadurch einfach breiter geworden ist. Wir sind ja hier im Flughafen-Umland schon lange als Sponsor unterwegs, unterstützen dort auch sehr intensiv den Jugendsport. Und als wir dann die Kooperation mit Bayern begonnen haben und uns auf das Thema SAG konzentriert haben, war eigentlich klar, dass wir das auch hier in der Region gerne haben möchten. An Basketball gut findest? Ja, das, und ich finde es sehr cool, dass man nicht so wie bei Fußball einen Punkt bekommt, sondern 2 und 3. Dass man zusammenspielen kann, nicht immer alleine. Zu Hause nicht immer alleine, sondern man kann in Gruppen spielen. Also ich finde es toll, dass meine Freundin hier ist und wir machen dann, also wir werden dann stark, weil beim Werk. Also, es geht wieder los. Ich kann nicht mehr. Geh mal. Da lacht sogar der Kameramann. Also wir sind noch ein bisschen eingerostet. Wir haben eine kleine und feine Aufwärmsendung für euch gemacht. Ab nächster Woche starten wir aber wieder richtig durch. Am Samstag war dann nämlich schon das erste Spiel gegen Gießen auswärts. Und am Dienstag spielen wir unser erstes Heimspiel hier im Audidom. Da wird es wieder richtig abgehen, da bin ich mir ganz sicher. Bis dahin,
bereiten wir uns alle brav vor. Wir sehen uns nächste Woche wieder und jetzt Licht aus. Es reichte für die Bayern, die unsere Halle soll kein anderer.